Hör mal. Kohle geboren, Stahl in den Adern. Echte Ruhrpott-Wurzeln hier. Mein Laden in Dortmund gehabt, das Kerl war schön, wo wir Ruhrpott-Kunst vertickt haben. Der Ruhrbischof Hengsbach. Mit seinem Bruder zusammen kleine minderjährige Mädchen vergewaltigt. Und man fragt sich, wo ist euer Aufschrei? Wann zieht ihr vor den Dom nach Essen und stellt die Forderungen, die so dringend benötigt werden? Glück auf. Das Bistum selbst räumt ein. Bei der Enthüllung der Hengsbach-Statue 2011 wusste Bischof Overbeck bereits von einem mutmaßlichen Missbrauchsopfer aus Paderborn. Dennoch gab es damals keine kritischen Worte zu Hengsbach. Die Skulptur gibt, glaube ich, auf eine gute Art wieder, was die Persönlichkeit von Karl Hengsbach ausgemacht hat, die Leute in Erinnerung haben. Es war ein Mann, der durch sein Gesicht die Leute angesprochen hat. Man sieht auch seinen Ring mit der Kohle. Das sind die Identitätszeichen, die ihn ausgemacht haben.